Hallo und herzlich willkommen zur Klimaschau. Ich begrüße Sie zur Ausgabe 107. Die Themen heute: Vor 7000 Jahren war es wärmer als heute und Klimamodelle schaffen den südamerikanischen Monsun nicht zu erklären. Alle Links zu den Themen finden Sie unten in einem Begleittext des Videos. Jena. Der Klimawandel ist schlimmer als je zuvor. So warm wie heute sei es noch nie gewesen. So steht es zumindest in den Zeitungen. Wenn man sich dann aber etwas genauer mit den Berichten beschäftigt, entdeckt man in der Regel eine kleine Einschränkung. Mit nie ist nämlich nicht die gesamte Erdgeschichte gemeint, sondern lediglich die letzten 170 Jahre. Denn nur für diese Zeit liegen systematische Thermometermessungen vor. Aber auch für die Zeit davor gibt es wissenschaftliche Möglichkeiten, die Temperaturen zu rekonstruieren. Wenn es wärmer ist, kommen nämlich andere Pflanzen und Tiere vor als bei kälterem Klima. Man kann auch Baumringe, geochemische Methoden über Isotope oder Biomarker sowie andere zahlreiche Paläothermometer aus der geologischen Klimawerkzeugkiste verwenden. In den letzten Jahrzehnten wurden zahlreiche Fallstudien aus aller Welt zum Klima der letzten 10.000 Jahre erstellt. Mittlerweile liegen jede Menge Daten vor, die uns wichtige Hinweise auf die Entwicklung der vorindustriellen Temperaturen geben. Während die Einzelstudien meist ziemlich klare Ergebnisse liefern, gibt es in der Fachwelt Uneinigkeit, wie man diesen Datenschatz am besten zusammenfasst. Ziel ist es dabei, eine globale Temperaturkurve für die letzten Jahrhunderte und Jahrtausende zu erstellen. Sebastian Lüning und Philipp Lengsfeld haben sich die verschiedenen Temperaturrekonstruktionen am Beispiel der vergangenen 2000 Jahre angeschaut. Dabei entdeckten sie größere Diskrepanzen. Einige Autoren haben die Daten so ausgewählt und statistisch bearbeitet, dass eine nahezu ereignislose vorindustrielle Klimavergangenheit suggeriert wird. Diese Art der Darstellung wird auch Hockeyschläger, auf Englisch Hockeystick, genannt. Der Pionier-Hockeyschläger stammt von Michael Mann und Kollegen aus dem Jahr 1999, hier in Schwarz. Eine Neuauflage erhielt der Hockeystick 2019 durch die Gruppe Pages 2K in hellgrün. Andere Forscherteams hingegen interpretieren deutlich größere Temperaturschwankungen. Die rote Kurve zum Beispiel stammt aus einer Arbeit von Bündgen und Kollegen. Letztendlich geht es um den klimahistorischen Kontext. Ist die heutige Temperaturentwicklung wirklich so einzigartig, wie immer behauptet? Oder hat es bereits in der Vergangenheit einen regelmäßigen Wechsel von kalten und warmen Bedingungen gegeben? Setzt man die beiden Extreme in Farbstreifen um, wird der Gegenstand der Diskussion schnell klar. Rote Farbtöne stehen für warm, blaue Farbtöne für kalt. Oben der Hockeystick, unten eine Darstellung mit größerer natürlicher Temperaturvariabilität. Zu erkennen sind die mittelalterliche Wärmeperiode, die kleine Eiszeit und die moderne Wärmeperiode. Die Arbeit erschien im März 2022 im Fachblatt Earth. Wer sich für die Natur interessiert und mit offenen Augen durch die Welt geht, stößt immer wieder auf Klimazeugen der Vergangenheit. Zum Beispiel in Jena. Entlang der eindrucksvollen Muschelkalkklippen gibt es tolle Wandermöglichkeiten. Im Penickental werden die geologischen Verhältnisse auf mehreren Schautafeln erläutert. Chemische Lösungen haben hier den Kalk aus der Kalkwand angelöst und abtransportiert. Am Fuße der Klippe gibt es Quellen, wo das Wasser samt dem gelösten Kalk heraussprudelt. Beim Kontakt mit warmer Außenluft fiel hier vor einigen Jahrtausenden der Kalk aus und bildete sogenannten Travertin. Dabei wurden auch immer wieder Reste von Tieren aus jener Zeit mit in den Kalkstein eingebaut. Die Schautafel gibt hierzu ein bemerkenswertes Beispiel. Zitat: Funde einer heute südlich der Alpen verbreiteten mediterranen Trockenrasenschnecke im Travertin belegen eine Jahresmitteltemperatur zur Hauptbildungszeit des Travertins vor ca. 6000 Jahren etwa 3 bis 4 Grad über der heutigen. Zitat Ende. Auch eine benachbarte Tafel bringt die Information in großer Deutlichkeit. Zitat: In den festeren geschichteten Kalktuffbänken sind die Abdrücke von Blättern, Kiefernzapfen, Stängeln und verkalkten Moosstrukturen zu finden. Sie weisen auf ein 3 bis 4 Grad wärmeres Klima zur Entstehungszeit hin. Zitat Ende.
Hinweise auf sehr warme Temperaturen in jener Zeit gibt es aus vielen Teilen Europas. Hier eine Temperaturrekonstruktion vom Staser-See in den Schweizer Alpen auf der Basis von Zugmücken, sogenannten Chironomiden. Oder eine andere Klimakurve aus dem Šumava-Nationalpark in der Tschechischen Republik nahe der bayerischen Grenze. Hier wurden die Temperaturen anhand von Pollen ermittelt. Wir müssen daher davon ausgehen, dass die Landtemperaturen in Europa 10.000 bis 6.000 Jahre vor heute zum Teil wärmer waren als heute. Ganz so außergewöhnlich und noch nie dagewesen ist die moderne Klimaentwicklung daher offenbar doch nicht. Auch im hohen Norden sieht es ähnlich aus. Laura LaRocca und Yarrow Axford von der Northwestern University in Illinois haben die Gletscher und Eiskappen der Arktis untersucht. Ihr Studiengebiet umfasste dabei Alaska, Baffin Island, Grönland, Island, Skandinavien, Spitzbergen und die russische Arktis. Auf Basis von Sedimentarchiven in 66 Seen rekonstruierten die beiden Forscherinnen das Wachsen und Schmelzen des arktischen Eises für die vergangenen 12.000 Jahre. Insbesondere interessierten sich LaRocca und Axford für Zeiten, als die Gletscher und Eiskappen kleiner als heute oder sogar vollkommen verschwunden waren. Dies zeigt Phasen an, als die Sommer wärmer als heute gewesen sein müssen. Vor 12.000 Jahren ging die letzte Eiszeit zu Ende. Die Temperaturen stiegen und das Eis begann zu schmelzen. Vor 10.000 Jahren waren bereits mehr als die Hälfte der untersuchten arktischen Gletscher und Eiskappen kleiner als heute oder waren sogar komplett weggetaut. Die blaue Kurve zeigt den Prozentsatz der Studienlokationen, an denen die Gletscher kürzer als heute waren. Je weiter die Kurve nach oben zeigt, desto kürzer die Gletscher und desto wärmer ebenso die Sommer. Auch in den folgenden Jahrtausenden ging die Eisschmelze weiter. Der Höhepunkt der Schmelzentwicklung wurde 7.000 bis 6.000 Jahre vor heute erreicht. Damals waren mehr als 90% der untersuchten Gletscher und Eiskappen kleiner als heute oder sogar gänzlich verschwunden. Der natürliche Klimawandel führte im sogenannten Mittelholozän zu warmen Arktissommern mit Temperaturen, die deutlich über den modernen Werten lagen. 6.000 Jahre vor heute kippte das Klima dann. Es wurde rasch kälter. Die sogenannte Neuvereisung begann, auf Englisch Neoglaciation. Die Gletscher und Eiskappen der Arktis begannen allmählich wieder zu wachsen. In den Gebieten, die zuvor vollständig eisfrei waren, bildeten sich neue Gletscher. Das Eiswachstum beschleunigte sich, besonders während zweier Phasen. 4.500 bis 3.000 Jahre vor heute sowie vor 2.000 Jahren. Aktuell schmelzen wieder viele arktische Gletscher und Eiskappen. Etliche dieser Eisgebilde existierten jedoch vor 7.000 Jahren noch gar nicht und entstanden erst während der Neuvereisung. Es wird noch einige Zeit dauern, bis die extreme Eisarmut des Mittelholozäns wieder erreicht werden könnte. Die Studie erschien im März 2022 im Fachblatt Climate of the Past. Südamerika. Das heutige Klima reagiert auf eine Vielzahl von Einflüssen. Dabei ist es gar nicht so einfach, die verschiedenen Prozesse sauber voneinander zu trennen und ihre Wirkung zu quantifizieren. Wetterstationen und Satelliten messen immer nur das Gesamtprodukt aller Einzelfaktoren. Welche Klimaeinflussfaktoren gab es dann also und wie wirkten sie sich dann aus? Eine Forschergruppe um Rebecca Orson von der University at Albany im US-Bundesstaat New York hat sich nun mit den Schwankungen des südamerikanischen Monsunsystems während der letzten 1000 Jahre beschäftigt. Welche natürlichen Veränderungen gab es über die Jahrhunderte? Ein gutes Verständnis der natürlichen Prozesse ist unabdingbar, um heutige Veränderungen im Monsun besser zuordnen zu können. Schwankungen in den Regenmengen müssen keine anthropogenen Ursachen haben, sondern könnten zum Beispiel auch Teil der natürlichen Variabilität sein. In einem ersten Schritt rekonstruierte das Team um Rebecca Orson die Regenmengen aus dem südamerikanischen Monsungebiet. Dazu wählten sie 14 zuvor publizierte Höhlentropfsteine aus. Über die Sauerstoffisotopen der Tropfsteine rekonstruierten sie die Regenfälle der letzten 1000 Jahre. Dabei machten sie eine interessante Entdeckung. Während der letzten natürlichen Warmzeit der mittelalterlichen Wärmeperiode
von 850 bis 1200 nach Christus schwächte sich der Monsun ab. Dadurch regnete es weniger. Dies änderte sich einige Jahrhunderte später in der kleinen Eiszeit zwischen 1500 und 1850. Damals sanken die Temperaturen in Südamerika und global deutlich. Während dieser natürlichen Kaltphase verstärkte sich der Monsun in Südamerika. Dies ist in den Tropfsteinarchiven deutlich dokumentiert. Die Lehre aus der südamerikanischen Vergangenheit für die tropischen und subtropischen Gebiete ist: Wärmeres Klima führt zu weniger Monsunregen und kälteres Klima bringt mehr Monsunregen. Als wichtige Einflussfaktoren identifizierten die Forscher das bolivianische Hoch und die geografische Lage der südatlantischen Konvergenzzone. Dabei hat sich die Konvergenzzone im Laufe der Zeit verschoben. Während der kleinen Eiszeit lag dieses wichtige Wetterelement viel weiter südwestlich als in der vorangegangenen mittelalterlichen Wärmeperiode. In einem letzten Schritt verglich die Gruppe um Rebecca Orison die realen Monsunveränderungen mit den Ergebnissen von theoretischen Klimasimulationen. Dabei fiel ihnen auf, dass die Modelle die langmaßstäblichen Regenschwankungen nicht reproduzieren konnten. Die Unterschiede in der Stärke des Monsuns zwischen mittelalterlicher Wärmeperiode und kleiner Eiszeit vermochten die Simulationen nicht abzubilden. Irgendetwas scheint also noch in den Modellen zu fehlen. Gerade diese Zeiträume im Jahrhundertmaßstab sind jedoch von größter Relevanz. Denn letztendlich interessieren wir uns ja für die Monsunentwicklung während der industriellen Phase seit 1850 sowie zukünftige Klimaprojektionen bis 2100. Die heutigen Modelle sind aber offenbar noch zu schlecht, um hier verlässliche Ergebnisse zu liefern. Die Forscher fordern eine intensive und kritische Beschäftigung mit den Klimamodellen. In den Algorithmen scheinen wichtige Verstärkungsprozesse zu fehlen. Die Modelle müssen nun dringend korrigiert werden. Hoffentlich sind sie danach in der Lage, die Monsunvergangenheit korrekt wiederzugeben. Erst dann lohnt es sich, mit denselben Modellen in die Zukunft zu schauen. Das Wissenschaftlerteam um Rebecca Orison warnt explizit, dass eine verlässliche Attribution langmaßstäblicher Monsunveränderungen aktuell noch nicht möglich ist. Das betrifft auch die heutige Zeit, denn die menschengemachten Einflüsse können erst bestimmt werden, wenn die natürlichen Prozesse vollständig verstanden sind. Kurioserweise hatten 2019 zwei chinesische Forscher bereits behauptet, der anthropogene Klimawandel würde den Monsunregen verstärken. Deutsche Medien berichteten seinerzeit über die Arbeit. Dies war wohl vorschnell, wie sich jetzt herausstellte, denn die verwendeten Modelle wurden damals nicht an der vorindustriellen Vergangenheit kalibriert. Ohne diese wichtige Eichung sind ihre Aussagen für die Zukunft jedoch ohne Wert. Klimamodellierer und Attributionsforscher sollten diese Grundregel in Zukunft viel stärker berücksichtigen. Modelle dürfen also nur dann verwendet werden, wenn sie zuvor an der vorindustriellen Vergangenheit der letzten Jahrtausende validiert wurden. Soweit die Nachrichten von der Klimaschau. Falls Sie die Sendung unterstützen wollen, Spendenmöglichkeiten finden Sie in der Videobeschreibung unter diesem Video. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.